Moin, ihr Fuchs da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir sind gerade hier oben, nachdem wir diesen wunderbaren nächsten Dungeon, oder naja, Mini-Tempel erledigt haben und können hier gerade wunderbar entweder den Sonnenaufgang oder Untergang, es ist 4 Uhr morgens, ich würde sagen den Sonnenaufgang genießen. Ist er nicht wunderschön, wie sich die Sonne da hinten langsam über die Bergwipfel nach oben begibt? Ich muss sagen, das sieht wirklich richtig schön aus. Da können wir auch ruhig mal kurz ein bisschen innehalten und das mal genießen. Und dann müssen wir überlegen, wie wir nach unten kommen. Wahrscheinlich am besten, indem wir uns teleportieren. Oh, das sieht aber echt schön aus. Also die Lichtstimmung ist toll. Das Einzige, wo ich eigentlich echt ein bisschen meckern muss, ist die Bodentexturqualität. Wenn ihr euch das mal anguckt hier, boah, Bodentexturen sieht teilweise echt ganz schlimm aus. Aber das ist eigentlich auch alles. Sonst bin ich soweit grafisch und optisch sehr zufrieden. So. Sieht das nicht schön aus? Das ist aber wirklich ein muckeliger Start in den Tag, ne? Opala, falsch. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Ich muss mal gerade auf die Map gucken. Map. Jups. So, den nächsten habe ich ja da hinten. Da war es wahrscheinlich vielleicht doch gar nicht so verkehrt, wo wir lang gegangen sind. Hier lang, dann darüber und dann halt da auch irgendwie hochklettern. Ist wahrscheinlich der beste Weg. Oder wir gehen hier. Wo war denn sein Haus? Hier unten gab es so einen Durchgang. Vielleicht kommt man da dann durch. Kommt dann hier unten irgendwie lang oder so. Wir müssen mal gucken. Also wir gehen jetzt erstmal zurück zu dem Mannequin hier hinten. Wobei ich da nichts zum Teleportieren habe. Das heißt, wir müssten eigentlich echt runterklettern. Oder wir laufen dann nochmal ein Stück. Wir können ja von hier das Stück nochmal laufen. Soweit war das ja nicht. Wir teleportieren uns mal hier hin. Und dann laufen wir nochmal wieder ein Stück zurück. Müssen wir mal gucken, wie man da jetzt am besten hinkommt. Ich habe noch nicht so wirklich die Ahnung. Aber wir werden schon einen Weg finden. Kämpfe! Monster auf Wachtürmen warnen andere Monster in der Nähe. Wenn sie sich sehen, schalte sie als erstes aus, um verborgen zu bleiben. Ja, wenn man die One-Hittet, geht das auch, ne? Ansonsten merken die das und dann gibt's Mecker. Da ist ein Intruder und schon gibt's Stress. Aber gut, wir werden das schaffen. So, Jabba Schiffschrein. Jetzt müssen wir hier nur wieder weg, ohne dass uns dieses Ding wieder vernichtet. Mann, dieses Laserteil. Da ging es doch ganz gut eigentlich hier lang, ne? Klettern wir wieder hier entlang. So. Oh, scheiße. Oh, gefährlich, ey. Meine Güte. Ob man die wohl auch in der Zeit anhalten kann, das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit. Und dann doll draufhauen zum Beispiel. Mal ausprobieren. Ich bin jetzt ja neugierig. Nope. Können wir nicht. Ne, geht nicht. Ne, egal. So, dann wollen wir mal eben kurz ganz schnell wieder zurück zu dem Haus des Alten. Weil bei ihm unten war auch noch wieder so ein Goblin-Dorf oder so ein Dorf halt mit diesen Viechern. Moblins oder wie auch immer sie heißen. Da können wir auch nochmal gucken, ob man da nicht noch was Tolles entdecken kann. Oder zumindest sich taktisch wieder ein bisschen austoben kann. Das ist schon witzig, halt zu gucken, wie man so ein Lager dann hochnehmen kann. Möglichst ohne selbst viel zu machen, also sehr taktisch. Das macht, also mir macht das Laune. Ich muss sagen, das ist ganz witzig. Es ist nicht zu komplex und kann man eigentlich verstehen, wenn man sich ein bisschen vorher umguckt. Jetzt wo ich auch weiß, dass man schleichen kann, was mir gerade eben auch noch nicht bewusst war, bieten sich da ja noch weitere Möglichkeiten. So, was ist hier eigentlich noch so los? Hier ist auch so ein bisschen viel Grün. Da ist die Zitadelle, das ist die Rückseite. Kann man, glaube ich, auch aufs Dach klettern, wenn ich mich recht entsinne. Da ist nämlich eine Leiter nach oben. Die Frage ist, ist da was? Ne? Aber eigentlich müsste man ja, wir müssten eigentlich mal nachgucken. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, müssen wir nachgucken. Weil in den Trailern sind alle immer auf dieses Dach geklettert. Nur ich habe das nicht gemacht. Wir machen das jetzt. Wir klettern jetzt auf das Dach und gucken, ob da irgendwas Tolles ist. Einfach nur, weil ich es wissen will. Zitadelle der Zeit. So sieht's aus. So, mal gucken. Klettern. So, und wenn ich mich noch recht entsinne, gab es hier irgendwo eine Leiter. Da ist sie auch schon. Die kenne ich aus dem ersten Gameplay-Footage von der E3 letztes Jahr, glaube ich. Da konnte man das sehen. Da ist irgendwie einer von den Entwicklern hier hochgeklettert und gleich runtergefallen und gestorben. Also wir versuchen nicht runterzufallen, aber ihr kennt mich. So, mal gucken. Okay, man kann hier auf jeden Fall hoch. Oh, ja, er rutscht nicht runter. Ist das cool, oder? Wer hätte gedacht, dass wir jemals auf das Dach der Zitadelle der Zeit klettern werden? Hey, meine Güte.
Es ist schon cool. Ja, Tatsache, man kann in den Turm rein. Da muss ja eigentlich was drin sein. Das wäre sonst jetzt echt ein bisschen arm, wenn da jetzt nichts ist. Komm schon. Ein Kistchen. Oh, siehst du, hat sich das doch noch wenigstens gelohnt. Was ist denn da drin? Soldatenbogen. Ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Der ist aus Holz, also pass in der Nähe von Feuer auf, dass er dir nicht verbrennt. Dafür ist in der Tasche kein Platz mehr. Ja, Moment, Moment. Das kriegen wir hin. Daran soll das ja nicht scheitern, ne? Bockbogen. Noch ein Bockbogen. Wegwerfen. Und den Soldatenbogen mitgenommen. Soldatenbogen. Richtig cool. Den rüsten wir auch. Oh, warte mal. So. Und dann, nein. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. So. Den können wir auch gleich mal ausrüsten. Gibt ja keinen Grund, das nicht zu tun. So, wenn wir jetzt den Paragleitschirm hätten, könnten wir jetzt hier wunderbar runtergleiten. So ist es wohl auch gedacht. Leider haben wir den noch nicht. Das bedeutet, wir müssen den Weg normal zurückgehen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ui, hoppala. Okay, okay. So, und jetzt aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Oh je, ich kenne mein Glück. So, hier ist die Leiter. So, Link. Vorsichtig, genau. Oh, ja, so ist fein. Oh, cool. Du bist aber ein Chiller, du. Ein Styler, wa? Das war ein Styler, du. Ja, lass drauf. Gut, damit wäre die Frage, was auf dem Dach der Zitadelle der Zeit auf uns wartet, auch geklärt. Und wir gehen nochmal weiter in die Richtung da hinten hin, wo wir dieses Dorf noch ausgemacht hatten. Das muss gleich da vorne schon sein. Da ist die Hütte. Mit dem Abgrund. Mal noch kurz ein Kommentar zur Geräuschentwicklung. Viele hatten da ein bisschen Sorge, weil die Switch ja über einen Lüfter verfügt und auch nur einen einzigen Lüfter, sonst nichts. Das ist das einzige Kühlding, eine Heatpipe und ein Lüfter, dass das gegebenenfalls ein bisschen laut werden könnte. Und ich kann euch beruhigen, das Ding hört man gar nicht. Also weder im Tablet-Modus, noch wenn das hier im Dock steht, man merkt und hört nichts. Also das ist schon ziemlich cool. Da könnt ihr auf jeden Fall beruhigt sein. Hitzeentwicklungen sind wohl im Handheld-Modus 40 Grad, merkt man aber nicht, weil man ja meistens dann seine Griffel an den Joy-Cons hat und das, oder das Ding ganz losgelöst hat. Also fasst ihr die Rückseite des Geräts eigentlich nicht an. Insofern dürfte das auch nicht stören. Jo, den haben wir weggehauen. Hat der Rest was gemerkt? Nein, der Rest ist ganz entspannt. Sehr gut. Und im Docken-Modus 45 Grad. Und da merkt ihr es eh nicht, weil das Ding grabbelt ihr dann nicht an, das steht ja in dem Dock drin und 45 Grad ist jetzt nicht heiß. Für eine Konsole sowieso nicht. Also da muss man sagen, da ist die Switch der Konkurrenz, Sony und Co., voraus, was die Lautstärkeentwicklung angeht. So, sie sind am Abdancen hier. Yo, dance, dance, dance. Zack. Dead. Und zack. Oh, das haben wir ja super gemacht. Oh, scheiße, ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, keine direkte Konfrontation, aber den nicht gesehen. Oh. Mir fehlt irgendwie so dieses Ausweichspringen und sowas, was man sonst so kennt. Weißt du, diesen Salto links, Salto rechts, Salto rückwärts. Wir müssen mal nachher gucken, ob es das noch gibt oder ob das noch geht. Weil das fehlt mir ein bisschen. Das nutze ich ja doch sehr häufig. So, Horn, Schild brauchen wir, glaube ich, nicht. Ist all voll. Voll, voll, voll. Was ist das? Da können wir bestimmt mit Bomben gleich rein. So, wir nehmen das Horn mit. Das Essen nehmen wir natürlich mit. Grillwild. Mm. Hier können wir bestimmt auch grillen, oder? Ich muss mal gerade gucken, wenn ich jetzt... Habe ich Fleisch im Inventar. Hühnchen habe ich im Inventar. Geflügel in die Hand. Ne, grillen ist nicht. Ich kann es nur wegwerfen. Machen wir mal. Ja, dann grillt das da auch. Oder verbrennt. Eins von beiden. Grillgeflügel. Na, siehst du. Also man kann hier durchaus grillen. Das geht. Aber so eine Kochstelle finde ich jetzt besser. Ne? Wahrscheinlich kann ich da aber nicht grillen. Weil da koche ich ja eher. Da wird wahrscheinlich irgendwie so ein Süppchen draus oder sowas. Wurfspeer. Ein besonderes, effizienter Wurfwaffe. Lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Dafür ist in der Tasche kein Platz mehr. Ja, mit Werfen bin ich ja noch nicht so der Freund. Aber wir können es ja mal mitnehmen. Wegwerfen. Einfach mal ausprobieren, ne? Wurfspeer. Also den werft ihr dann tatsächlich auch weg. So. Oh ne, gar nicht wahr. Warte, warte, warte. Was ist das? Ein Horn. Das ist cool, so kann man sich auch grabbable Items mal eben noch anschauen, ne? Weil er zeigt auf jeden Fall alles erhält an, was irgendwie einsammelbar ist. Das ist ja auch mal kein schlechter Trick, ne? So, wir nehmen das Bombenmodul. Holen uns so eine Bombe raus. Legen die ab. Gehen weg.
Und verentzündern das mal eben. Bam! Da sind wohl auch wieder Bienen drin. Ich habe die Bienen ja jetzt in Ruhe gelassen, aber ich glaube, wir werden uns trotzdem um ihr leckeren Honig kümmern. So, ne? Nix wie weg. Ich glaube, die Bienen sind weg. Die haben die Explosion, glaube ich, nicht überlebt, so wie das aussah. Yep, keine Bienen mehr, keine Bienen mehr. Also, looten, 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 looten. Und was ist in der Kiste? Versteckt? Bombenpfeil. 5 Pfeile mit Sprengstoffspitzen, die für den Kampf gegen Monster erfunden wurden. Beim Aufprall verursachen sie weitflächigen Schaden. Ah. Also, pfeilemäßig sind wir auch schon wieder ganz gut dabei. Feuerpfeil, Eispfeil, Bombenpfeil. Gibt es wieder ein Lichtpfeil noch? Das gab es irgendwie ja damals auch noch. So, ansonsten war es das hier, glaube ich. Da sind wir dann hier auch soweit durch. Jetzt gehe ich nochmal wieder zurück zu dem Mogli. Hier läuft leider kein Reh oder Wild rum. Sonst hätte ich ja gesagt, wir schießen uns eben wild. Und versuchen sein Rezept rauszufinden. Er hat ja gesagt, er gibt eine Belohnung. Es gibt den Winterwams, den wir durchaus brauchen könnten, weil wir dann natürlich da oben die Winterlandschaft besser erforschen können. Aber gut. Eilt nicht. Wir wissen ja, im Wald war ja entsprechend was. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder in Richtung Wald. Und gucken dann. Da muss es ja dann irgendwo weitergehen zu dem nächsten Dungeon. Der befindet sich ja auch oben auf einer Klippe. Bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal den Wald wieder hinein in Richtung dieses Sees, den wir da gefunden hatten. Und gucken dann mal, ob wir von dort aus irgendwie den Dungeon erreichen können. Das macht schon wirklich Spaß, dieses Erkunden halt. Wir wissen jetzt grob, wo wir hin müssen. Und los geht's, ne? Einfach mal die Welt erkunden. Es ist kein direkter, klarer Weg da. Es gibt keinen Questmarker, der dir sagt, du musst da und da irgendwo lang oder sowas, sondern ich muss den Weg mir halt echt selber bahnen. Und das finde ich schon cool. Das macht wirklich viel Spaß. Also mal schauen. Wer Zelda-Fan ist und auf jeden Fall skeptisch war, ob das soweit funktioniert, bis jetzt kann ich sagen, ja, also bis jetzt macht es Spaß. Warten wir mal noch ein bisschen ab, wie es nachher ist, wenn wir dann auch in Ortschaften kommen, in Dörfer, wie die Open World nachher wirklich ist. Ach, guck mal, hier geht's rein. Ich denke mal, wir müssen tatsächlich hier durch. Aber das sieht winterig aus. Da brauchen wir wahrscheinlich tatsächlich so einen Winterwams. Oder es wäre schlau, einen Winterwams zu haben. Was sind das für Dinger? Chilis. Ah. Jetzt wäre es natürlich wirklich schlau, wenn wir den Winterwams hätten. Und den Winterwams... Ach, guck mal hier, da sind ein paar Goblins. Können wir da wieder irgendwas Schlaues machen, um die auszuschalten? Nicht so wirklich. Wir können uns sonst natürlich warme Gerichte gleich zubereiten. Chili-Hühnchen oder sowas. Okay, ich versuch's mal erstmal so. Oh, daneben gesäiert. Hoppala. Okay. Okay, jetzt so eine Lanze. Lanze ist schlecht. Da komme ich jetzt erstmal nicht so gut gegen an. Erstmal den hier. Weg, 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 weg. Upp. Warte, warte, warte. Nein. Oh, wobei. Warum nicht? Oh, was macht der denn da? Hat er mich getroffen? Warte mal, ich nehme jetzt mal die runde Bombe. So. Na also. Können wir auch weg explodieren lassen. Funktioniert. Ey, da ist noch einer. Wo kommst du denn her? Was hat denn diese Lanze genommen? Hörst du mal auf, wie mit euren Lanzen. Das ist fies, ist das. Noch mehr Chili. Also offensichtlich können wir auch mit Chili arbeiten. Das läuft. So, dann haben wir noch ein Horn. Ein Pilz, Pilz, Pilz. Wir können ja Chilis und Pilze zusammen rühren oder so. Da wird schon irgendwas funktionieren. Da ist nicht umsonst so eine Kochstelle. Und viele Chilis. Grillwild. Okay. Dann sammeln wir hier noch ein paar Pilze ein, bababams. Und dann gehen wir mal an die Kochstelle und machen uns mal ein paar warme Gerichte, würde ich sagen. Also wir brauchen am besten den Pilz in die Hand und eine Chilischote. Wo ist denn Chili? Bin ich blind? Da. Und eine Chilischote. So, und dann versuchen wir das doch mal. Ach, das brennt nicht. Das ist doof. Warte mal. Abbrechen. Hier liegt noch eine Chili rum. Und da liegt noch ein Horn rum. Wir brauchen Feuer. Moment. Ich habe, glaube ich, keine normalen Pfeile mehr. Aber ich könnte natürlich einen Feuerpfeil opfern. Problem gelöst. Na also, ich habe Feuer gemacht. Oh, das war das.
Dann nimmt man lieber Waffen, die ein bisschen mehr aushalten. Okay, so, das ist noch ein Pilz, den holen wir uns noch. Vielleicht hätte ich es auch mit einer Bombe machen können. Hm. Ja, mal ausprobieren. Weil Feuerpfeile zu opfern, um Feuer anzumachen, ist ein bisschen blöd. Aber hat ja jetzt erstmal funktioniert. Gut. Los geht's. Wir nehmen einen Pilz in die Hand und nehmen eine Chili in die Hand. Und versuchen da mal was draus zu machen. Scharfes Obst mit Pilzen. Hält 3 Minuten. Okay, dann probieren wir mal Geflügel. Und Chili. Hält, oh, siehst du, das funktioniert auch. Scharfes Chilifleisch. Also, all gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch so ein Ding. Nochmal scharfes Chilifleisch. In die Hand und eine Chili. Und go. Wir können die Chili natürlich auch einfach so futtern. Jawoll. 3 Minuten. Und noch ein Pilz. Und eine Chili. Zack, gönnen wir uns. So, okay. Dann würde ich sagen, legen wir los. Kann ja eigentlich schief gehen. Erstmal die Waffe noch wechseln. Da, normales Schwertchen bitte. Das sieht auf jeden Fall nach dem richtigen Weg aus, würde ich sagen. So, es ist kalt. Oh ja, friert. Dann ess doch mal sowas hier. So, 3 Minuten haben wir Zeit. Das ist nicht allzu viel, wenn man ehrlich ist. Was ist das hier? Schon wieder so eine Axt. Also besser wäre es wahrscheinlich tatsächlich, wenn man sich entsprechende Kleidung suchen würde. Aber schön, dass man jetzt auch hier mal halt schon mit den Wetterbedingungen konfrontiert wird. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich habe ja Hoffnung, dass wir hier entsprechend irgendwo Kleidung finden. Ja, oder auch erstmal nicht. Okay. Hier erstmal noch nicht. Gut, gehen wir erstmal in diese Richtung weiter. Da ist auf jeden Fall der Dungeon, den sollten wir schnell erreichen können. Das hier sieht doch nach einem Haus aus. Da könnten vielleicht auch Klamotten drin sein. Auf jeden Fall sehe ich da wieder so ein Roboter-Dings. Ich hoffe, das lebt nicht. Bitte nicht. Erwachst du? Nein, das ist komplett versteinert. Das ist gut. Also, Holzbündel, Holzbündel. Holzbündel, Holzbündel, Holzbündel. Was ist das? Krogfächer. Wenn man Bäume fällt, entdeckt man bisweilen diese wundersamen Blätter. Jeder Schwung erzeugt einen starken Windstoß, der leichtere Dinge mühelos hinwegfegt. Okay, kann ich das mit einer Axt zerhauen? Ja, Grillwild, na siehst du. Da ist ein Boot. Die Frage ist, kann man Boot fahren? Vermutlich ja. Lasst uns das ausprobieren. Die Frage ist auch, kann ich mit Bomben Feuer machen? Wir probieren das mal aus. Oh, das war vielleicht nicht so schlau. Nein, geht nicht. Okay. So, wir schwimmen jetzt mal. Wir versuchen mal. Okay, das funktioniert nicht. Das ist zu kalt offensichtlich. Die Frage ist beantwortet. Erneut versuchen. Ja, ich bin jetzt, habe ich es noch nicht aufgegeben. Das war ein Scheißspiel. Kann das Spiel nicht durchspielen. Aufgeben, einfach aufgeben. Wo hat er denn das letzte Mal gespeichert? Bitte nicht so weit weg. Vielleicht hätte ich doch vorher speichern sollen. Ich habe hier immerhin warmen Kaffee. Das hat Link nicht. Ah, das geht ja. Das ist ja gar nicht so schlimm. So, Holzbündel, Holzbündel, Holzbündel. Holzbündel, Holzbündel, Holzbündel. So. Oh, der Horn kriegt schon wieder. Ist das schon wieder so weit? Mal, die Zeit verfliegt ja wie bescheuert. Judy, ihr hört den Horn kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann eben fix hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.